Hallo, liebe Leute, da geht's jetzt weiter. Und wir sind wieder hier mit Minecraft und da ist ein Zombie verbrannt. Bob. Auf geht's ab. Toter Zombie! Und fang bloß nicht mit sowas an. Entschuldigung. So. Nur weil du gerade irgendwie gesagt hast, auf geht's. Auf geht's, ja, los geht's, ja. Ganz frisch, frisch und munter. Oh, Baby-Zombie, guck mal. Oh, wie niedlich, der verbrennt nicht mal. Was geht nach mit dem? Oh. Oh. Da hinten ist noch ein Baby-Zombie. Entschuldigung. Aua! Oh. Meiner. Okay, okay. Mist, jetzt sind wir hier unten gelandet. Ja, das ist super. Essa. Danke. Ups. Lass einfach den Dreck da unten liegen. Okay. Oh, da ist noch einer. Hey, der hat auch so eine krumme Nase. Was ist denn los mit denen? Sind die mit den krummen Nasen irgendwie unverbrennbar? Ich hab keine Ahnung, vielleicht sind Baby-Zombies allgemein einfach nicht brennbar. So, da unser Lagerhaus ja jetzt erstmal soweit fertig ist, wäre natürlich eine gute Frage, was wir als nächstes tun, ne? Tja, wir könnten theoretisch auch schon anfangen, die ersten Häuser zu bauen um den Marktplatz rum oder so. Du bist gerade voll laut. Sehr eigenartig. Oder wir könnten... Eigentlich bräuchten wir mal sowas wie eine Bibliothek oder so, damit wir die Bücher da reinbauen können, zum Verzaubern von unserem Zeug. Ja. Dann bräuchten wir rein theoretisch auch noch eine Schmiede, wo da in die ganzen Schmelzöfen reinkommen und so. Hallo? Hallo? Und dann... was brauchen wir noch? Ich hab Bock auf eine Bibliothek, lass uns noch eine Bibliothek bauen. Okay. Bin ich immer noch laut oder geht's jetzt mit der Lautstärke? Ja, nee, jetzt ist wieder besser. Okay. Es reißt mir nicht mehr die Ohren weg. Das ist schön. Hey, da ist gerade ein Creeper despawned. Creepy? Schade. Aber wohin? Und wie groß soll die werden? Weil. Ja, wohin ist eine gute Idee? Wie groß? Eine gute Frage. Wie groß ist auch eine gute Frage. Ich denke mal, das ergibt sich dann einfach im Bau. Ja. Nur wir brauchen ja entsprechend Platz. Ja, ja. Ich weiß nicht, was so ein Marktplatz rumsetzt. Ich meine, das Rathaus gehört ja neben dem Marktplatz. Vielleicht noch eine Taverne. Aber die muss ja vielleicht nicht so riesig werden. Was gehört noch an den Marktplatz? Eigentlich kann das schon in die Nähe vom Marktplatz, oder? Ja, aber ich würde es nicht direkt an den Marktplatz ranbauen, oder? Oder vielleicht doch? Also ich würde es vielleicht hier auf die Seite setzen. Hier. Ja. Irgendwo. Ich weiß noch nicht, ob wir die meinetwegen hier an die Straße setzen. Oder an die Straße da drüben. Also den Eingang jetzt, weißt du? Oder findest du, das ist eine doofe Position? An beiden Seiten vielleicht? Geht es? Naja, das würde... Also wenn du nur einen Eingang willst, würde ich den hier an die Straße setzen, glaube ich eher. Okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Mir kommt das so eng vor, weil wenn hier noch direkt ein Haus steht, dann da so ein Eingang für so eine fette Bibliothek, vielleicht können wir das irgendwie machen, dass... Dass der Eingang erst hier ist irgendwie oder so. Ja, direkt hier jetzt eine Tür hinsetzen wollte ich auch nicht. Okay. Ich wollte das... Na, wie ich dir das schon mal erklärt hatte. Ich zeig's mir ein kleines Beispiel hier, ne? Mhm. Das ist meinetwegen der eine Flügel der Bibliothek, dann haben wir da den Eingang, da ist der andere Flügel der Bibliothek, ja? Ja. Dann ist hier frei. Hier hinten geht halt dann die Treppe hoch, so zu beiden Seiten, also nach links und nach rechts weg. Wunderschön, ja. Das ist jetzt noch sehr, sehr, sehr abstrakt. Und dann geht's halt in den Flügel rein, der einen Seite von der Treppe und in den Flügel. Und dann haben wir in der ersten Etage ganz viele Bücher und unten viele Bücher. Und in der Mitte so einen großen leeren Raum, wo dann meinetwegen oben ein Kronleuchter hängt oder so. Sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Finde ich gut. Und außen irgendwie die Fassade noch hübsch machen. Ja. Vielleicht irgendwie so... Mit Säulen oder irgendwas. Ja, so arkadenartig, weißt du? Keine Ahnung, was Arkaden ist, aber von mir aus. Okay. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie groß das Ganze ungefähr werden soll. Ja, mach du gerade mal, ich muss mir was zu essen holen. Und was für Steine wir verwenden, ne? Hm.
Das ist eine gute Frage. Man kann die ja auch ein Stück nach hinten vom Weg wegsetzen und vorne noch so ein paar Büsche oder so hinbauen. Kann man auch. So, dann so einen fetten Eingang, weißt du? Und links und rechts daneben so ein bisschen Busch oder Strauch oder so oder eine Hecke oder irgendwas, dass sie nicht direkt am Weg dran steht. So einen kleinen Garten oder so Ich will ringsrum, dir eine eher Hecke und. Arkaden hinsetzen. Ich will da Arkaden hinsetzen. Ich weiß nicht, was Arkaden sind. Ja, warte. Aber kannst du da nicht trotzdem einen Weg, also einen kleinen Garten ringsrum bauen? Das will ich tun. Ich glaube, wir müssen ja auch erstmal auffüllen. Das ist jetzt doof, weil man es niemandem zeigen kann, aber das hier sind Arkaden. Ach so, so So, Säulengänge. ja, genau. Das Ja. ist eine gute Beschreibung. Naja, und vor denen kann doch ein bisschen, wenn man jetzt, hast du noch irgendwo Buschwerk oder so? Buschwerk? Ein wenig. Ich bring's mit, ja. Aber erstmal muss ich mir noch Brot machen. Wir haben gar nicht mehr so viel zu essen. Ja, wir müssen doch nur mal fix rüber auf die Wiese gehen und das ganze Getreide weghacken und da wieder Neues hinsetzen. Da haben wir schon genug. Ein bisschen Dreck brauchen wir hier noch. Soll ich Dreck mitbringen? Ja, das könntest du machen. Ich hab. Wie viel brauchen wir denn noch? Viel? Vielleicht ein Stack? Ach, viel? Okay. Ja, also hier ist ziemlich viel noch aufzufüllen. Na gut, dann bringe ich einfach alles mit, was ich finde. Ja, mach das! Bring Okay. alles mit, was du findest. Jetzt muss ich nur die Drecktruhe wiederfinden. War die hier nicht oben? Was denn? Granitstein, bla bla bla, Gravel. Ach, hier. Kannst du Zweierweg. So, mehr als 9 Stacks haben wir leider nicht. Ich hoffe, das reicht. Hast du auch Buschwerk mitgebracht? Ja, aber was heißt Buschwerk? Wir haben nur noch 4 gehabt. Ja, egal, nur um es zu zeigen, reicht das. Nimm du und zeige. Guck, also hier jetzt, wo die einzelnen sind, das sind die Säulen für deine Arkaden. Das hier ist dann die richtige Bibliothek. Und jetzt würde ich einfach hier so halt, ne, So, ja, das ist eine gute dann eine Idee. Hecke hinsetzen und hier so Blümchen oder irgendwas. Ja, okay. Das mit dem Blümchen müssen wir dann nochmal gucken, aber ja. Ja, oder keine Ahnung. Guck mal, eine Spinne. Die waren nur gerade so in meinem Inventar, deswegen. Was, die Spinne? Ja, die Spinne war in meinem Inventar, genau. Nein, die Schon, was du Blumen. meinst. Ansonsten kannst du mir gerade mal noch ein bisschen ein, zwei Stacks Dreck geben und dann füllen wir erstmal hier ein bisschen auf. Zusammen, gemeinsam. Dann starte ich mal hier. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Okay, das war schon wieder. Was mache ich denn hier? Ich baue die Erde, nicht die Derde. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich Dreck oder Erde sagen sollte und habe die Erde gesagt. Ja. Die Erde. Oh, du hast auch schon alle. Da ist das Die Deck. Erde. Was? Die Erde. Die Derde, Ich ja. hab Dörte. Dörte? Wer war denn die Dörte? War das nicht eine Kuh Mischung von aus uns? Döner und Törte. Törte. Dörte? Nee, ich glaube, die ist Dolly. Echt? Aber Dörte können wir auch einnehmen. Ich meine, wir haben jetzt genug. Sag, wenn du noch Dreck brauchst. Ich hab noch einen Moment. Ich meine natürlich, Derde. Derde. Jetzt musste ich noch mal überlegen, was du gesagt hast. Ja. War ja auch nicht wirklich ein richtiges Wort. Derde. Oh Mann. So. Also ich würde es auf jeden Fall eher in die Breite bauen, als in die Länge. Ja, deswegen habe ich jetzt auch nicht bis zum Schluss dahin gemacht, erstmal. Okay, ich wollte es nur so sagen. Sag mal, wird es Jippidi. dunkel? Bitte nicht. Ja, doch. Wir haben noch nichts gemacht, Doch, nicht? das sind schon wieder 10 Minuten Tag. Wow, 10 Minuten. Also ich weiß nicht, wer sich diese Zeit ausgedacht hat, aber der ist ein Idiot. Ja, aber ernsthaft mal. Ja. Ja, ich meine, ist doch so, das ist doch doof. Hat sich denn bitte gedacht, okay, wir machen ein Spiel, wo man baut, und dann machen wir den Tag einfach mal nur 10 Minuten lang, damit man nichts schafft?
Wer weiß. So blöd. Ich würde die vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wie lange willst du die machen? So. Ich gucke am nächsten so, Morgen. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So schon, ja. Nicht 29 ist die jetzt. Ich würde sogar eine glatte Zahl machen, damit nur zwei Türen machen können. Dann machen wir jetzt 28. Okay. Oder 26. Okay. Na, mal schauen gleich. Jo, erstmal pennen gehen. Und wir haben, hast du noch Cobblestones zum Brennen? Nö. Wo soll ich die jetzt haben? Müssen weiß nicht. Guck doch in der Truhe, ob da noch welche sind. Hm. Ich habe keinen Blick, Überblick über alles. Ah ja, da sind auch welche. Hau ich dann gleich rein, wenn wir gepennt haben. Weil ich würde sie halt aus den Bricks bauen, ne? Das ist schon okay so, oder? Ja. Ja. Ich denke auch, ist okay. Auch ganz gut, wenn wir es im gleichen Stil so ein bisschen alles lassen. Ja, naja, die Bibliothek halt schon ein bisschen... Ich würde dann, wenn dann die Häuser ein bisschen individueller, also ich meine, vielleicht mit anderen Holzsorten oder sowas dann noch. Und, aber die großen Gebäude würde ich, glaube ich, alle in ähnlichem Stil zumindest machen. Ja, also jetzt Huch. Zumindest Ach, die... Ach, guck mal, ein Zombie mit Goldrüstung. Oh, cool. Wo ist denn der dritte Furnace? Und der droppt nix. Super. Ja, da ist noch ein Furnace. Ich glaube, ich habe nur zwei aufgestellt und einen reingetan in Craftings. Ja, ich baue hier einfach mal noch einen hin. Ja, also ich finde, so lang muss das Ding nicht werden. Ist zwar schon nicht schlecht, aber nicht so lang. Ich mein, ja, ich würde jetzt eins wieder wegmachen erstmal und dann gucken, wie es aussieht, wenn wir die Säulen und den Eingang dran haben. Ich würde das vielleicht auch... Wenn wir jetzt 28 haben, ne? Dann sind das 14, sind 13 bis zur ersten Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und hier kommt eine Tür und da die andere Tür hin. Und wenn jetzt die Säulen 1, 2, 3 auseinander sind, 1, 2, 3, Säule, 1, 2, 3, Säule, 2, 3... Dann kann man sich dann was überlegen. Hier haben wir jetzt das doofe Gras. 1, 2 Abstand. So. Ups, ich habe einen Esel geschlagen. Oh no. Oh no. Alles klar. Der arme Esel. So, hier muss das dann. 1, 2, 3, wupp, 1, 2, 3, wupp, 1, 2, 3, wupp, wupp. Ah ja, nee, hier müssen wir uns dann was einfallen lassen. Und hier würde ich dann vielleicht irgendwie so eine Treppe hochgehen lassen, unter Umständen, irgendwie. Dann hier die Türen rein. Dann müssen wir halt hier den ganzen Boden noch auffüllen mit Gobbles oder mit roter Wolle vielleicht auch so am Eingang bis zur Treppe. Und dann halt die Treppe hoch. Und die Treppe, hatte ich dir ja schon erzählt, will ich da also, so machen. Also ich brauche jetzt eigentlich theoretisch gar keinen Dreck auffüllen? Ja doch, dort schon unten drunter, sonst hast du einen Hohlraum drunter, ne? Ja, ich meine wegen Wolle und so. Was? Nein, ich will ja am Eingang auch eine Treppe machen hier. Ja. Und dass das hier der Boden ist dann. Ach so, okay. Und hier in der Mitte ein roter Teppich oder so liegt, sozusagen. Ich bezweifle, dass der Dreck reicht und ich habe nicht mehr viel, also ich habe noch 39 im Inventar. Meinst du nicht, das reicht, so weit wie es jetzt hier gerade hintergeht? Dass du die Lücke noch voll machst und dann ist gut? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Lücke voll kriege, das wollte ich damit sagen. Ach so, okay, ja. Könnte knapp werden. Naja, dann brauchen wir erstmal irgendwo Dreck her, ne? Nee, ich schaff's. Ja. Ich habe noch genau zwei übrig. Yay. So. Verbaut, alles verbaut. Dann ist jetzt noch die Frage, wie lang wir das machen. Also wie breit, weißt du? Also so würde ich es schon lassen, von der Größe her. Nur jetzt in die Richtung hierzu rüber, wie weit? Vielleicht auch nicht so groß. Oder vielleicht bis hier vielleicht, oder? Reicht das? Ja, denk schon. Würde ich sagen, oder?
Ja. Das reicht. Gut. Ist sogar relativ groß dann, glaube ich. Aber na gut. So. Hier würde ich aber die Etagen dann nicht 5 hoch machen wie im Lagerhaus, ne? Nicht. Nee, nee, ich würde die Etagen hier ein bisschen niedriger lassen. Ich will nicht so eine übelst hohe Bibliothek haben. Warum nicht? Ich weiß nicht, die soll halt ein bisschen länglich und ein bisschen flacher sein. Wenn du meinst. Ich dachte, du willst so richtig coole hohe Räume, die dann voll in Büchern stehen. Nicht? Naja, okay, naja, das hätte schon was, aber du weißt schon, dass wir dann übelst viel Bücherregale brauchen und das ist voll Ja, nervig brauchen dann. wir sowieso, oder nicht? Ja, es ist so schon genug, das stimmt, aber das wird dann noch viel, viel mehr. Ja, weiß Naja, wir gucken mal. Erstmal brauchen wir ziemlich viel Cobblestone, glaube ich, noch. schon. Okay, ist noch was da? Also ich habe gerade was zum Brennen reingehauen. Ich hole das gerade mal. Aber das ist bestimmt noch nicht fertig gebrannt. Ich glaube, wir sollten noch ein Furnace bauen und das brennen lassen und dann erstmal da was abbauen gehen. Doofen, dass wir 5 Hörner ins Cobblestone brauchen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was ist noch drin, aber das ist echt nervig mit dem, wenn nur viel aus Stein. 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 Ich geh mal fix hoch und hol den Stones, Cobblestone. Okay, ich komme aber auch mit. Weil ich muss was in die Truhe legen. Oh, hier ist noch ein Stone Brick. Geil. So, hinab. Dann wollte ich ein Furnace bauen. Bop, 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 bop. Furnace und Kohle raus. Da kommt da noch einer hin erstmal. Behilfsweise. So. Ich gehe mal davon aus, dass ich aus den Sandstein. Stones jetzt schon Dings machen kann. Ja. Das musst du wohl machen können. So. Fans, Fans, Fans. Ein Button. Und eine Trapdoor habe ich hier. Und Dark Oak Wood Stairs. Und was haben wir denn hier noch so? Da kommt noch ein bisschen Wood da rein. Dark Oak Wood. Das ist da. Spruce ist dort. Und das ist auch Spruce. Und das ist das. Und hier habe ich zwei Stickies. Plants. Da noch was da. Seeds. Was tust du? Ich hau dich mit Stein. Warum machst du das? Warum nicht? Und ich kann die nicht einsammeln. Warum? Oh, jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt dann runtergehen und. Aber gut, dann gehst du halt schon mal vor und ich komme nach. Warte. Dann nimm noch das hier. Warte. Liegt da hinter dir. Ah, hier. Danke. Bitte. So, was soll ich jetzt machen? Schon runtergehen, oder was? Ja, geh schon mal runter und fang schon mal an zu buddeln. Ich komme dann gleich nach. Ja, ich habe aber nur eine und eine fast kaputte Pickaxe. Macht ihr noch eine? Oh, okay. Hoch. Hoch, was war das? Stick, 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 stick. Haben wir noch 1, irgendwo 2, Sticks? 3, wupp, Oh, 1, tatsächlich. 2, 3, wupp, 1, 2, 3, wupp, 1, Eins, zwei, 2, 3, wupp. Ich glaube, ich mache die noch eins kürzer, die Bibliothek, weil dann geht es von den Säulen her besser auf. okay. Bom, 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 ist die Frage, reicht das noch so? Durch den Mineneingang oder hier in die Höhle rein? Durch den Mineneingang, ne? Die Mine weitergraben hier. 1, 2, Okay. 3, wupp, 1, 2, 3, wupp, 1, 2, 3, wupp, 1, 2, 3, wupp. So. So.
Ist die jetzt noch groß genug? Jetzt erscheint es mir wieder relativ klein irgendwie. Da ich das jetzt eins nur kleiner gemacht habe. Naja, muss man da nochmal gucken, wenn du hochkommst. Und wieder in die Mine. Ach, ist das ein Spaß, da hinabzusteigen. Du kommst jetzt auch. Okay, dann warte ich auf dich. Wieso? Weil ich will nicht alleine hier sein. Oh. Hast du Angst? Ein bisschen. Außerdem musste ich nicht so wirklich wohin. Oh, guck mal, ein Zombie. Moin, moin. Ei, ei. Ah, Bitte den gerade noch total laut eingehen. Dann buddeln wir hier weiter. Okay. Oder so. Wupp, wupp, wupp. Ach ja, ist das ein Spaß, die Steine zu schlagen. Wir brauchen wirklich die Bibliothek und den Verzauberungstisch da drin. Mm. Oh, guck mal, Gravel. Mm. Huch. Wie laut war denn der Zombie gerade? Laut. Nein! Ach so, sorry. Fuck. Ich glaube, das ist hier direkt neben mir rechts. Das kann sein. Setzen wir eine Fackel drunter erst. Ach so, ich dachte irgendwie die. Ja, sorry. Ich finde auch. Warte, ich mach das fix. Fuck. Ich soll dich abbauen und bloß hin. Mist. Naja, ich war nicht schnell genug. Oh, guck mal, da Eisen. Hm. Eisen, Eisen, Eisen. Hier ist eine Fackel. Warte, eine an der Wand machen. So. Ja, da klingt wirklich wie direkt neben uns. Oh, guck mal. Geht's in den anderen Minengang rein. Okay. Der ist wirklich tatsächlich direkt neben uns. Da war aber noch irgendwas, ne? Skelett oder Spinne oder sowas. Aber hier waren wir schon mal. Oh, da ist ein Creepy. Hey. Todwahrer. So. Und nun? Wo machen wir jetzt weiter? Das ist eine gute Frage, ne? Hier ist Eisen. Ich baue es ab. Okay. Ach guck, dann lass uns hier hinten weiter graben. Hier ist gerade Ende im Gelände. Machen wir hier weiter. Oh, und da war meine erste Spitzhacke kaputt. Das ist so spannend. Ja, Mann. Der pure Spannungs... Nervenkitzel, wollte ich sagen, nicht Spannungskitzel. Kennst du einen Spannungskitzel? Ja. Das Abenteuer hier unten, meine Güte. Ist das aufregend. Ich explodiere gleich. Scheiße. Boah, das Eisen. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Das ist schade. Soll ich schnell die Bibliothek fertig machen, dann Crafting Table hinbauen und dann. Ja, dann geht's hier mit der Diamantspitzhacke durch. Kling, 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 kling. Und nicht viel Stein. Ja, ich denke mal, da brauchen wir schon. Aber wir können ja die untere Etage, den Crafting Table machen, schon eher und dann da Bücher ringsrum bauen und dann kann man schon verzaubern. Wenn es nicht reichen sollte, was wir jetzt hier rausreißen. Das Nervigere wird eher sein, zu warten, bis das ganze Zeug gebrannt ist. Aber in der Zeit können wir ja Kühe züchten und schlachten. Das steht ja auch an, für Leder. Ja. Und Bücher. Ach so, und oh ja, wir brauchen ja auch relativ viel Zuckerrohr dann. Oh fuck, das war scheiße. Na, Sarama! Dorthin will ich das setzen. Oh,
Und Granit. Und eine Höhle. Toll. Höhle. Was hast du denn erwartet, wenn du auf Eisen stößt? Ist ja klar, dass da auch eine Höhle nicht weit ist. Recht. Nö, keine Ahnung, aber was hat die Chance? Meistens ist es ja ein Höhlengang Eisen. Ist das Eisen runtergefallen? Du auch gleich. Also hier kommt nichts durch, auf jeden Fall, nur von der anderen Seite. Wie viel hast du? Ich habe 1, 2,5 Stacks. Ich habe 1, 2 Stacks und 50. Das reicht nie. Oh fuck, eine Schlucht. Cool. Werden da auf dich geschossen? Ein Skelett. Ja, dann lass uns dann einfach hier irgendwo... Oh, jetzt weiter. ...einen Minengang graben. Wie breit ist das hier immer? 1, 2, 3, 4 ist das immer breit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ach, egal. Wir graben jetzt einfach hier so rein. Okay. Landen wir doch garantiert in einem Minengang. Kann sein, dass wir dann in einem anderen landen. Was soll's? Ich habe jetzt keine Fackeln mehr, ne? Du musst jetzt... Oh, okay. Ran. An die Fackeln. Alles klar. Blüpp.